bin Caroline Amerling, Coach, Trainerin und Vortragsrednerin für die charismatische Wirkung von Unternehmen und deren Mitarbeitern. Und das ist der GSA Speaker Check. Let's talk about Charismagie. Mal ehrlich, die wenigsten Wähler kennen doch wirklich die Parteiprogramme. Es ist also Aufgabe des Spitzenkandidaten, die Partei wirklich glaubwürdig zu vertreten. Wähler wählen einfach oft aus dem Bauch heraus. Umso wichtiger ist es, charismatisch zu wirken. Denn wer sich am besten zu verkaufen weiß in puncto Glaubwürdigkeit und Sympathie, wird in der Konsequenz als führungskompetent und somit wählbar wahrgenommen. Der Schlüssel für Charisma ist die Kombination einer souveränen Körpersprache, einer starken Präsenz und der Fähigkeit, sich in Menschen einzufühlen und somit empathisch wahrgenommen zu werden. Es gehört Leidenschaft dazu und Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, Menschen berühren und begeistern zu können und sie da abzuholen, wo sie sind. Das ist in der Tat etwas, was ich in der Politik selten sehe. Deswegen ist es höchste Zeit, mal einen Blick darauf zu werfen, wo unsere Spitzenpolitiker vielleicht noch an einer oder anderen Schraube drehen können. Beginnen möchte ich bei meiner Analyse mit Martin Schulz, dem von seiner Partei zunächst gefeierten Popstar der SPD. Die erste Schraube, an der er drehen könnte, ist seine Körpersprache. Denn er zeigt nicht die Körpersprache eines führenden Politikers. Sein Stand wirkt häufig nach vorne oder zur Seite gebeugt, wodurch er sich kleiner macht und eine devote Haltung einnimmt. Dabei wechselt er häufig die Standposition, was ihm Souveränität nimmt. Ihm fehlt auch der Blickkontakt zur Kamera, so geht sein Blick oft nach unten. Damit blockt er jeden Blickkontakt zu seinen Zuschauern ab. Schulz hat ganz starke Momente in seiner Empathie, also in der Fähigkeit, auf unbewusster Ebene die Emotionssysteme der Wähler zu aktivieren. Egal, ob er vom Gold der Flüchtlinge spricht oder von einem afghanischen Jungen, den er persönlich vor der Abschiebung bewahrt hat. Empathie ist eine der charismatischen Facetten, die es am schnellsten schafft, Menschen für sich zu gewinnen. Im Führungskontext allerdings nur, wenn auch die Souveränität im Auftritt und die Präsenz auf Augenhöhe stimmt. Empathie alleine ohne dieses lässt eben Herrn Schulz leider häufig unterwürfig und allzu gefällig wirken. Zur Amtsinhaberin Frau Merkel wurde schon viel gesagt. Sie strahlt für viele Menschen die Sicherheit aus, da weiß man, was man hat. Sie hat diesen Mutti-Bonus. Ihr großes Glück ist es, dass Martin Schulz kein charismatischer Herausforderer ist. Wäre Frau Merkel gegen einen Herausforderer mit dem Charisma eines Emmanuel Macron oder eines Willy Brandt angetreten, wäre es mit ihrer weiteren Kanzlerschaft vermutlich schwieriger geworden. Willy Brandt schafft es beim Zuhörer, den Eindruck zu erwecken, nur für ihn da zu sein. Damit steht er in einer Reihe mit seinem amerikanischen Kollegen Bill Clinton, dessen Charismatic Eye Contact heute schon legendär ist. Und dieser brachte ihm wirklich viele Wählerstimmen beim Kampf ums Weiße Haus ein. Final möchte ich gerne noch kurz auf Christian Lindner zu sprechen bekommen. Er hat seine Partei ohne Frage durch seine charismatische Wirkung aus dem Umfragetief geholt. Er hat sich von einem Promi-Fotografen schwarz-weiß bildlich in Szene setzen lassen, frisch frisiert mit hippem Dreitagebart. Er stellt sich gerne als unverbrauchter junger Politiker dar und strahlt gleichzeitig souveräne Führungskompetenz aus. Das sichert ihm die Stimmen junger Wähler. Er ist ein brillanter Redner, wirkt jedoch oft hart. Was ihm fehlt, ist Empathie, Wärme oder Einfühlungsvermögen. Christian Lindner lächelt selten und schaut oft eher so, als ob er vor einer unangenehmen Prüfung steht. Das lässt ihn stellenweise arrogant wirken. Empathie lässt sich trainieren und das lohnt sich. Ein Wissenschaftler der Princeton University fand heraus, dass Gesichtszüge, die glücklichen Gesichtern ähneln, Vertrauen erzeugen. Und Vertrauen ist wohl das Hauptargument vieler Wähler, ihrem Kandidaten am 24. September ihre Stimme zu schenken. Finden Sie doch einfach heraus, wer für Sie die charismatische Führungskraft ist, der Sie unser Land anvertrauen möchten. Und dann gehen Sie wählen am 24. September, weil jede Stimme zählt.